Ja, hallo, oh je. Hallo Wetzlar und der Rest der Welt mit gesundem Menschenverstand. Ja, ich werde meine Rede um 90% kürzen, das ist nicht so einfach, aber ich werde es mal versuchen. Also, ich habe neulich einen Post gelesen, der hieß: Verstehe ich das richtig? Weil du nicht recherchierst, bin ich jetzt der Verschwörungstheoretiker. Genau so ist es. Und das würde ich gerne mal den Gerichten und den Ärztekammern erzählen, die diese Ärzte anklagen, weil sie dem Hippokratischen Eid oder dem Genfer Gelöbnis gefolgt sind. Das sind doch die Menschen, die wir brauchen in einer Demokratie mit souveränen, verantwortungsbewussten Wählern. Da brauchen wir solche Menschen. Und wir ehren dafür nicht nur die Frau Göldner heute, sondern ich möchte auch mal stellvertretend ein paar andere Ärzte nennen, die Sonja hat eben schon darauf hingewiesen, aber es gibt andere, die schon mehrere haben. Denn das ist die moderne Art, jemanden einzuschüchtern. Man kann ihn nicht mehr in so ein Lager stecken im Moment, aber man kann Hausdurchsuchungen machen, man kann den Leuten die Konten sperren, man kann sie wirtschaftlich schädigen. Darauf gibt es irgendwie, steht noch keine Strafe. Also ich möchte noch mal nennen, zusammen mit dir, Dr. Walter Weber, Dr. Bianca Witschel, die ist schon zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt worden, wegen irgendwelchen Attesten. Professor Dr. Bagdi, der ist ja Gott sei Dank freigesprochen worden. Bodo Schiffmann, der hat Deutschland gleich verlassen. Rolf Krohn, Dr. Külten, Dr. Monika Young und wirklich viele, viele andere. Und alle die haben eigentlich das Bundesverdienstkreuz verdient. Aber das ist ja nur ein Stück Blech, was nicht viel Wert hat. Und deswegen möchte ich dir statt des Bundesverdienstkreuzes was Gesundes überreichen. Ein Glas Honig, damit du genug Kraft hast am Mittwoch, um diese unglaubliche Verhandlung zu überstehen. Aber diese Verhandlung ist auch eine Chance, wirklich öffentlich zu machen, was hier für ein Irrsinn geschieht in diesem Land. Und ich wünsche dir viel Kraft dafür. Vielen Dank. Interessant fand ich auch, dass der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt hat, deine Aussagen waren falsch und querdenkerisch. Ja, Wahnsinn, querdenkerisch. Leute, wir brauchen Querdenker. Ohne Querdenker hätte sich nichts entwickelt in unserer Gesellschaft. Albert Einstein war Querdenker, Michelangelo, Leonardo da Vinci, was weiß ich, Elon Musk und all diese Typen, die brauchen wir. Und ja, ihr Lieben, ich höre jetzt auf. Ihr habt schon so viel gehört. Ich finde es toll, dass ihr hierher gekommen seid mit Kind und Kegel. Und ich hoffe, dass die Videos das in die ganze Welt schicken, dass hier in diesem Land etwas Unglaubliches passiert. Und ich wünsche allen Ärzten einen Freispruch und eine Amnestie für die, die längst verurteilt worden sind. Wir müssen einstehen für eine freie Medizin und für Menschen, die ihrem Gewissen, ihrem Herzen und ihrer Wahrhaftigkeit folgen. Alles Gute für mich. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Michaele. Schön, dass du hierher gekommen bist. Ja, was ich noch euch mit auf den Weg geben will, die Petitionen unterschreiben. Ich habe es eben schon gesagt, die liegen noch ganz viele aus. Ihr könnt euch auch welche mitnehmen und selber noch ausfüllen lassen und dann dahin schicken. Ja, wir haben noch einen großartigen Redner, der ist genau im Thema drin. Ich sage gar nicht viel. Es ist Frank Großenbach, Rechtsanwalt seines Zeichens. Ich bin gespannt. Du hast mir gesagt, 7 Minuten, bin ich auch gespannt. Ja, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Herzlich willkommen, Wetzlar, die schöne Stadt, der Dom hier. Wir haben 2 Krisen. Das eine ist die Gotteskrise, dass wir nämlich vergessen haben, dass wir einen Schöpfer haben, der uns nach seinem Ebenbilde gemacht hat. Und dieses Ebenbild ist perfekt. Wir sind als Menschen perfekt gemacht worden von Gott
Und dieses Versprechen lösen wir ein, indem wir keinerlei Angst haben in dieser Welt. Jesus hat es gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir diesen Spruch uns allen sagen und uns allen sagen lassen und uns dazu aufraffen, es den Menschen da draußen zu sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Das andere, die Krise, die ich dann anspreche, ist die Krise der Demokratie. Wir haben nämlich keine Demokratie. Was wir haben, ist eine repräsentative Demokratie. Und diese Repräsentanten, die wir gewählt haben, die repräsentieren nicht mehr unseren Willen, wie das mal gedacht war, sondern die repräsentieren den Willen von Lobbyisten und von Geldgebern. Und das sind keine Repräsentanten mehr. Das sind keine Repräsentanten mehr. Und ich fordere alle auf, endlich von ihren Posten wegzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, von diesem Regime wegzukommen. Das Regime, das nämlich bestimmt, wer als Staatsanwalt was anklagen darf. Die können sich praktisch selber aussuchen, wen sie dann sich vor sich nehmen und wen nicht. Und wenn die Regierung das Verbrechen begeht, kann die Regierung darüber bestimmen, nicht angeklagt zu werden. Weil was kann es Größeres als Verbrechen geben gegen die Menschen, wenn man in einen Krieg hineingehen will? Das ist grauselig. Und die Verstümmelten, die uns anklagen, dass wir das zulassen, das bekommen wir nur nicht im Fernsehen gezeigt. Aber die Ärzte, die wissen darum, wie viele verstümmelte Männer in der Ukraine auf Seiten der Russen und auf Seiten der Ukrainer zu betrauern sind. Und das zeigt, wie unsere Justiz hier arbeitet. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns überlegen, dass wir die Demokratie wieder unmittelbar gestalten. Das heißt, wir als Bürger fordern das ein, dass wir unmittelbar über alle wichtigen Sachfragen selbst abstimmen können. Wollen wir in die Ukraine Waffen liefern? Ja oder nein? Das ist unsere Entscheidung, die wir als Bürger treffen wollen. Und da hat niemand reinzureden. Und natürlich ist es so, dass die Grundrechte nicht disponabel sind. Kein Mensch kann uns unserer Grundrechte berauben. Das geht nicht. Das heißt, wir haben Entscheidungen über Sachfragen, die außerhalb der Grundrechte sind. Und darüber sind wir alle zu befragen. Und daneben gibt es Grundrechte und da hat niemand uns Vorschriften zu machen. Ich komme zum Ende und freue mich, dass ich doch noch Gelegenheit hatte, hier zu sprechen. Und ich bin gerne in eurer Stadt und komme auch gerne wieder. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Tschüss, Adi.